Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, ich hocke schon wieder auf der gleichen Stelle, wie ich das schon jetzt in mittlerweile zwei anderen Videos tue. Oder zumindest fast. Ich habe die Kamera ein bisschen gedreht. Ich habe keine Zeit, es wird schon wieder gleich dunkel, also muss ich gleich loslegen, weil sonst hocke ich hier im Dunkeln und muss im Dunkeln quatschen, was ich dann im Übrigen auch tue. Und es wird auch ein kleines bisschen kälter. Das heißt, damit dieses Video ein kleines bisschen anders aussieht, ziehen wir uns wenigstens mal hier so ein Tüchlein um. Schemeck heißen die Dinger, ja. So, bin gefragt worden, ja, ich bin wieder was gefragt worden, und zwar, ob ich das mit dem Kahlschlag nicht nochmal ein bisschen ernsthafter erklären möchte. Ich hatte im Wir kaufen uns Waldvideo erwähnt, wir machen keinen Kahlschlag, weil Kahlschlag blöd. Und das macht der Rest der Welt, aber nicht Deutschland, weil wir die Forstwissenschaft erfunden haben und da voll Ahnung haben. Ja, das ist im Prinzip die Zusammenfassung vorweg meiner Meinung zu dem Thema. Das ist nämlich Waldbau, und es ist so, wenn man zwei Waldbauer unter einen Hut bekommen möchte, dann muss man sie in den Wald stellen und einen totschlagen. Dann funktioniert's. Sprich, es ist zwar schon irgendwo eine Wissenschaft, aber es ist auch ganz viel Auslegungssache dabei und eine Wissenschaft, die sehr kontrovers diskutiert wird. Die deutsche Forstwissenschaft ist sich aber relativ einig, dass Kahlschlag eine blöde Idee ist, aus den Gründen, die ich jetzt nennen werde. Beziehungsweise erstmal noch ein ganz winzig kleiner historischer Abriss. Wenn ich irgendwann im Dunkeln hocke, wie gesagt, dann hocke ich halt im Dunkeln. Es geht in diesem Video eh größtenteils ums Audio und weniger um die Optik. Ihr dürft also auch gerne, wenn ihr das jetzt noch ohnehin nicht tut, nebenher Zwiebeln schneiden oder sonst was machen. Ihr müsst jetzt mich nicht dauernd die ganze Zeit anglotzen. Zuhören reicht. Irgendwann mache ich auch mal wieder was, wo ich rumrenne und wo es Schauwerte gibt, aber aktuell nö. So, ja, historischer Abriss. Es war ja bis ins 18. Jahrhundert rein größtenteils üblich, dass es keinen Kahlschlag gegeben hat. Das war von daher, denkt man jetzt, oh, das war ja gut. Nee, war es nicht, weil es gab stattdessen eine gänzlich ungeregelte Forstwissenschaft. Das heißt, jeder, der einen Baum haben wollte, ist irgendwo in den Wald gerannt und hat sich den nächsten Baum, der ihm irgendwie gefällt, abgeschnitten. Und das hat halt eben mehr oder weniger jeder so machen können, und der Wald würde völlig unplanmäßig genutzt, was dann halt eben auch dazu geführt hat, dass kein Mensch einen Überblick hatte, wie viel Holz wir jetzt schon genutzt haben. Nutzen wir unter Umständen mehr Holz als nachwächst, und das haben wir halt eben auch getan. Entsprechend wurde der Wald immer viel weniger und viel weniger und viel weniger. Das erste, was dann also die planmäßige Forstwirtschaft gemacht hat, ist Schläge eingeführt, sprich den Wald in Schläge unterteilt, überhaupt mal eine Einteilung des Holzes im Wald vorgenommen. Und durch diese Schläge, auf denen dann halt zeitgleich alles Holz geschlagen wurde, der Kahlschlag eben, gab es dann immerhin wenigstens mal irgendein System im Wald, dass man sagt, wir hauen pro Jahr nur einen Schlag pro Dorf oder was klein, damit dann auf den anderen Schlägen was nachwachsen kann, bis wir dann wieder beim ersten Schlag angekommen sind. Ein ganz simples Modell, was dem so ein bisschen ähnelt, habe ich auch im Wir kaufen uns Waldvideo erklärt, das Normalwaldmodell. Deshalb erkläre ich das jetzt hier nicht nochmal. So viel zum historischen Hintergrund, das war es dann eigentlich im Wesentlichen auch schon. Es ist also besser als gar keine Ordnung im Wald. Der Kahlschlag ist also nicht nur schlecht. Und er hat dann, um jetzt mal weiterzumachen, er hat auch noch einen entscheidenden Vorteil, weshalb er eben weltweit nach wie vor gerne Anwendung findet. Denn es ist quasi so die Methode, wenn man Holz als Massenprodukt, Massenware produzieren möchte. Er ist nämlich wahnsinnig billig. Sagen wir mal, die Holzernte in Deutschland, die kostet so irgendwas zwischen 15, wenn es richtig gut läuft, bis 40 oder 50 oder 60 Euro pro Festmeter. Also das ist wieder der Kubikmeter Holz, den man eben entnimmt. Und eben diese 15 Euro, die es im Idealfall kostet, bekommt man dann hin, wenn man einen fast
Kahlschlag macht. Wir machen jetzt wirklich nicht, bei Kahlschlag wäre es wahrscheinlich nochmal ein bisschen billiger, aber dann hat man halt quasi voll maschinell geerntet. Man kann sämtliche Bäume mit der Maschine greifen und aus dem Wald rausfahren. Alles ganz gemütlich mit großen, großen, schweren Maschinen. Stückkosten pro Festmeter sind dann sehr, sehr, sehr gering, auch wenn die Maschinen erstmal teuer im Einsatz sind. Aber die arbeiten halt wahnsinnig schnell und hauen das Holz quasi nahezu aus dem Wald raus. Und was uns hier in Deutschland jetzt als Waldbesucher, als Erholungssuchender im Wald schon als ganz furchtbar und schrecklich anmutet, wird halt in allen anderen Ländern noch viel, viel, viel intensiver betrieben als bei uns. Denn bei uns fahren die schweren Maschinen bloß auf Rückegassen, also auf festen Wegen, die nicht verlassen werden dürfen. Ein flächiges Befahren des Bestandes ist in aller Regel nicht vorgesehen. Es gibt ganz selten Ausnahmen, wo es dann wirklich aber auch geht, dass das machbar ist, weil der Boden es halt eben zulässt. Aber normalerweise ist das eben nicht vorgesehen und das Ganze läuft so schonend wie irgendwie möglich ab. Das Gegenteil ist, das haben wir zum Beispiel in den Tropen, wir haben auch die Einteilung des Waldes mehr oder weniger in Schläge. Diese Schläge sind aber halt eben nicht wie bei uns so maximal ein paar Hektar, sondern ein paar tausend Hektar, also wirklich schon Größenverhältnisse jenseits von Gut und Böse, und auf denen wird alles platt gemacht, indem man nicht etwa auf irgendwelchen Wegen entlang fährt und sich die einzelnen Bäume dann da ranzieht und rausgreift, sondern man fährt quasi mit dem Plattmachgerät zu jedem Baum einfach hin, macht alles platt auf dem Weg dahin, macht den Baum dann auch noch platt, nimmt den mit, fährt wieder hin, macht wieder unterwegs alles platt, macht den Baum platt und am Ende ist einfach wirklich absolut alles platt. Der Boden ist verwüstet. Es sieht da aus wie auf dem Mars, wobei der Mars noch eine gewisse Ästhetik hat. Kahlschläge im Regenwald nicht. Und das ist noch die Variante, wo sie überhaupt das Holz nutzen. Das ist noch gar nicht die Variante Brandrodung. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und noch verheerender und verwüstender. Weil, naja, kommt drauf an, sagen wir mal so, für den Boden ist das sogar noch besser, weil da halt eben nicht alles platt gefahren und alles aufgewühlt und degradiert wird. Aber da wird das Holz nicht mal genutzt, da wird es einfach nur angesteckt und was dann genutzt wird, ist die Asche für 2, 3, maximal 4 Jahre Landwirtschaft und dann ist da auch schon wieder alles vorbei. Also das nur mal kurz vorneweg. Vielleicht merkt ihr es, der Vorschlag, Vielleicht merkt ihr, der Vorteil des Kahlschlags ist, es ist einfach eben billig. Man braucht keine qualifizierten Arbeitskräfte, sondern irgendjemanden, der eine Kettensäge bedienen kann und in der Lage ist, einen Baum als Baum zu erkennen, dahin zu laufen, den umzusägen, damit der irgendwo hinfährt und dann schleppt man halt eine Kette dran zu hängen, damit der Baum mit irgendeiner unglaublich schweren Maschine aus jeder beliebigen Situation, völlig egal, ob dabei alles kaputt geht oder nicht, rausgezogen wird und dann halt eben verhökert und zu Zahnstochern verarbeitet oder was man halt eben aus extrem wertvollem Tropenholz so machen kann. Ja, damit ich das Thema Kahlschlag jetzt gut und umfassend erklären kann, machen wir jetzt einfach mal gedanklich einen. Wir haben jetzt einen Fichtenwald, der schön in Reih und Glied dasteht. Alle paar Meter schön in schön schnurgeraden Reihen, eine Fichte, und in so einen Wald rein hauen wir jetzt ein großes Loch, also einen großen Kahlschlag von 5 Hektar, also im Durchmesser quasi, so ungefähr, spielt auch keine große Rolle, wie groß der jetzt genau ist. Das ist schon ein Großkahlschlag, der ist in Mitteleuropa eher die Ausnahme, auch heute noch. Also heute erst recht, und früher war er auch schon selten wirklich so groß. Hat man auch hin und wieder mal gemacht, aber jetzt nehmen wir mal so einen, weil sich das relativ gut dann auch erklären lässt an so einem großen Ding. So, den haben wir jetzt durchgeführt. Wir sind also jetzt einfach quasi hingegangen und haben da der Reihe nach von links nach rechts mit unseren Waldarbeitern gearbeitet und immer den ersten Baum umgesägt. Dann hat ein zweiter die Kette drum gemacht und wir haben mit irgendeiner schweren Maschine den Baum jeweils rausgezogen, den nächsten umgesägt, wieder rausgezogen. Das Gute ist, zwischen dem, wo die Bäume hingezogen werden, der Waldstraße jetzt in unserem Fall, und eben den Bäumen, die noch gefällt werden müssen, ist ja dazwischen auch nichts, was man irgendwie schonen müsste, weil da ist ja ohnehin schon alles kahl. Sprich, man kann die einfach rausziehen und muss gar nicht großartig darauf achten, ob man irgendwelche Schäden verursacht oder nicht, das spielt alles überhaupt keine Rolle.
Man kann alternativ das Ganze auch hochmechanisiert machen. Man fährt also mit einer großen Maschine quasi auf den Wald zu. Die greift links und rechts und vorne und hinten und so weiter und so fort sich die Bäume und schmeißt sie einfach alle immer schön hinter sich. Da sammelt es irgendeine andere große Maschine ein und fährt über den kompletten Bestand zu jedem Baum hin und reißt ihn weg und sägt ihn um und so weiter und so fort. Dann hat man eben gerade dadurch, dass das maschinell so einfach möglich ist und dadurch, dass man nicht auf die anderen Bäume Rücksicht nehmen muss, die drumherum stehen beim Fällen, weil man kann es ja immer dahin schmeißen, wo schon kein Wald mehr ist, hat man einfach ein wahnsinnig einfaches und damit billiges Verfahren. Holzerntekosten bei einem Kahlschlag pro Festmeter Holz sind 12 Euro pro Festmeter vielleicht. Ungefähr. Also das ist auf jeden Fall was man erreichen könnte. Zum Vergleich, bei Nicht-Kahlschlag sind es normalerweise irgendwas so um die 35, mal so ganz grob. Also fast das Dreifache. Nur mal ein bisschen mal als Hausnummer und damit haben wir auch schon das Argument für Kahlschlag. Der ist billig und einfach durchzuführen. Man braucht weder Experten, noch braucht man viel Geld. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar ökologische Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen. So, wir haben da keinen Wald mehr. Das heißt, wenn Tag ist, kommt da extrem viel Licht auf den Waldboden. Jetzt ist es so, dass unser Wald größtenteils aus Baumarten besteht, die relativ wenig Licht benötigen, während Bodenvegetation, also typische am Waldboden vorkommende Arten, ganz gerne relativ viel Licht benötigen und dann auch schneller wachsen, als es junge Bäume tun. Sprich, man bekommt also, wenn man nichts unternimmt, auf einer kahlgeschlagenen Fläche allein durch den extremen Lichteinfall erstmal einen riesigen Haufen Brombeeren beispielsweise. Oder Calamagrostis, das Landreitgras. Das ist auch so ein Zeug, wenn das mal irgendwo wächst, dazwischen kommt kein Baum mehr hoch. Beziehungsweise es dauert sehr, 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 sehr lange, wenn man jetzt da gar nichts tun würde, bis sich da wieder ein neuer Wald etablieren würde. Weil ein junger Baum, der da als Samen irgendwo hinfällt, kriegt halt eben auch kein Licht, weil über ihm dann Brombeere und Calamagrostis, das in riesigen Mengen steht. Wie soll er sich da durchkämpfen? Soll er da einfach sich zwischendran vorbei nach oben schieben? Das kann er halt eben auch nicht so ganz. Und es dauert wirklich sehr, 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 sehr lange. Man hätte also eine Verzögerung von gut 10, 20 Jahren, ist alles vorstellbar, bis da überhaupt wieder ein junger Wald stehen würde, wenn man nichts macht. Allein durch die Tatsache, dass da so viel Licht auf den Boden kommt, weshalb jede Menge forstlich gesehen Unkräuter dann halt eben hochwachsen. Ja, die enorme Einstrahlung, die dann da möglich ist, kann übrigens auch dazu führen, also kurz nach dem Einschlag, nachdem sich überhaupt noch keine neue Vegetation gebildet hat, stattdessen ist da vielleicht ein aufgerissener, relativ dunkler Boden da, weil man ja auch dann teilweise die Bäume noch über den Boden geschleift hat, die Humusschicht aufgebrochen hat und wir haben da also wirklich ein ziemlich dunkles Gebilde am Boden und jetzt ist angenommen Hochsommer, es knallt volle Kanne auf den Boden drauf, eben die schattenspendenden Bäume sind weg, da ist es möglich, zwar sehr selten, aber es ist möglich, in Mitteleuropa da Bodentemperaturen von 70 Grad zu bekommen. Das grillt erstmal alles, was so auf dem Boden unterwegs ist. Da ist also ein hoher Biodiversitätsverlust dabei. Bodenlebewesen, die normalerweise überhaupt nicht mit Sonne in Berührung kommen oder mit UV-Strahlen, werden davon auch verletzt. Und es geht also wirklich sehr viel an Bodenorganismen, das für einen vernünftigen, naturnahen Wald, also die für einen solchen Wald besonders wichtig sind, sterben dabei unter Umständen. Und selbst wenn es jetzt nicht ganz so krass ist, dass es gleich 70 Grad werden, wo schon Eiweiße denaturieren und ähnliche Dinge, führen die enormen Bodentemperaturen unter Umständen dazu, dass sich irgendwelche Pathogene sehr, 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 sehr stark vermehren, weil die eben von den hohen Temperaturen dann profitieren und es da irgendwelche fiesen Bodenkäfer dann gibt, beispielsweise, die ganzen jungen Bäumchen dann schon wieder abfressen und es kommt wieder kein Wald auf. Das wäre jetzt noch so ein anderer möglicher Effekt der Tatsache, dass eben halt viel Licht auf den Boden kommt. Gleichzeitig ist aber auch die puffernde Wirkung des Waldes, des Kronendaches über dem Boden weg, wenn es darum geht, dass der Boden ja auch wenn der Energie abgibt, und zwar nachts. Nachts kann also sämtliche Wärme, die dann vom Boden abgegeben wird, völlig ungehindert in die Atmosphäre entweichen. Im normalen Wald ist das eben nicht so. Da wird sie vom Kronendach nochmal zurück zum Boden reflektiert und immer hin und her, in Anführungszeichen. Ein bisschen was entweicht natürlich trotzdem. Aber wir haben im Wald ein erheblich wärmeres Klima. Das kann wirklich einige Grad ausmachen, als wir es auf der Freiheit
Freifläche haben, weil halt sämtliche Energie, die vom Erdboden abgegeben wird, ungehindert entweichen kann. Und das ist bei so einem Kahlschlag dann auch so, was dazu führt, dass wir gerade in den frühen Morgenstunden, was jeder weiß, der mal auf einer Wiese gepennt hat, sehr, sehr, sehr viel tiefere Temperaturen bekommen als im Wald, was jeder weiß, der alternativ nicht auf der Wiese, sondern im Wald geschlafen hat. Heißt, das führt natürlich auch dann im Frühjahr oder Herbst dazu, dass es Früh- und Spätfröste geben kann, die zum Beispiel gerade für Baumarten, die man heutzutage mehr haben möchte, wie beispielsweise die Buche, sehr, 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 sehr tödlich sind und das Aufkommen von Buche ist damit quasi schon mal stark, stark behindert, was dazu führt, dass wir da wieder was bekommen, was wir vorher hatten, Fichtenwald, weil die Fichte kommt mit Spätfrösten gut aus. Also selbst wenn wir einen Waldumbau in Richtung Buche gut finden würden, würden wir da keine Buche bekommen. Und selbst dann nicht, wenn wir sie säen oder pflanzen würden, weil sie wahrscheinlich eben durch den Strahlungsfrost dann auch eben durch die enorme Ausstrahlung an Energie, die mit einer enormen Abkühlung einhergeht, eingehen würde. Dann gibt es noch einen weiteren Temperatureffekt, nämlich wir haben ja um diese Kahlfläche drumherum überall noch hohen Wald. Wir haben also ein ansonsten geschlossenes Kronendach und in diesem Kronendach ist jetzt plötzlich ein Loch. Jetzt fließt natürlich und auf diesem Kronendach liegt jetzt kalte Luft, weil es halt eben entsprechend kalt geworden ist. Es fließt ein kaltes Luftpaket über unseren Wald. Kalte Luft sinkt bekanntlich nach unten. Ein bisschen dringt sie auch durch die Kronen natürlich in den normalen Wald ein. Wenn sie aber mitten im normalen Wald ein Loch findet, dann dringt sie in dieses natürlich besonders ein. Wir haben also ein Kaltluftdepot. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass die Luft eben im normalen Wald ja auch ein bisschen wärmer ist und wenn dann halt eben nach oben wegsteigt. Es gibt also kaum zwischen einer Kahlfläche mit ganz anderem Mikroklima als dem normalen Wald einen horizontalen Lufttausch. Was im normalen Wald relativ gut stattfindet, ist halt sehr stark gehemmt zwischen Kahlfläche mitten im Wald und eben dem normalen Waldbestand, weshalb sich die kalte Luft, wenn sie dann erstmal drin ist in unserer Kahlfläche, da auch wunderbar halten kann und nochmal zu niedrigeren Temperaturen führt. Wir haben also tagsüber generell zum Teil sehr, sehr, sehr heiße Temperaturen, schlecht für die Bodenorganismen. Wir haben früh morgens besonders oder halt ansonsten eben nachts sehr viel niedrigere Temperaturen von wirklich einigen Grad Unterschied, als wir das im umgebenden Bestand haben. Und durch eben dieses kalte Loch-Effekt, die kalte Luft sammelt sich da, haben wir sogar noch mal niedrigere Temperaturen, als wir es auf einer großen Freifläche neben dem Wald hätten, beispielsweise irgendeinem Feld. Dann Faktor Wind. Faktor Wind ist auch ganz wichtig, weil normalerweise haben wir wieder einen Wind, der über ein geschlossenes Kronendach pfeift und allein durch eben dieses recht homogene Kronendach, diese recht gleichmäßige Fläche, hat der Wind dort keine großen Angriffspunkte. Er kann sich also nicht wirklich gegen irgendwas dagegen wehen. Nichts bietet ihm groß Widerstand, weil es ist halt doch insgesamt ein Blättermeer, der Wald von oben, der keine sehr große Rauigkeit besitzt. Natürlich trotzdem immer noch eine gewisse, aber vergleichsweise gering. Jetzt stellt euch vor, da kommt zwischendrin jetzt plötzlich ein Loch. Natürlich, wenn das Loch klein ist, wenn es sich nur um einen kleinen Kahlschlag handelt, und wir haben hier jetzt einen großen, dann kann der Wind da auch nicht tief in das Loch eindringen und trifft nur relativ wenig der Bäume auf der Windseite des Kahlschlags. Also der kommt natürlich von irgendeiner Richtung in den Kahlschlag rein. Also hier stehen jetzt die Bäume, dann weht der Wind hier rein. Hier wäre jetzt der Kahlschlag und da drüben knallt er dann halt mit voller Kraft gegen den kompletten Baum. Ja, er rüttelt nicht nur hier oben so ein bisschen am Gipfel, wie das beim normalen Bestand überall der Fall ist. Da trifft er höchstens so ein bisschen Gipfel, rüttelt da ein bisschen dran rum, sondern er hat wirklich die Gelegenheit, in das Loch einzudringen und trifft dann den Baum, der auf der anderen Seite des Loches steht, mit voller Wucht. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die Chance, dass also irgendwelche Sturmschäden auf der Windseite eines Kahlschlags entstehen, ist extrem erhöht. Es gibt zwar jetzt diverse Methoden, wie man durch sogenannte Streifenkahlschläge dieses Risiko minimieren kann, indem man da quasi die Kahlschläge so stufenförmig anlegt, dass der Wald von Kahlschlag zu Kahlschlag jedes Mal ein Stückchen höher und ein Stückchen älter ist. Man quasi also so eine Treppe kriegt, an der der Wind dann so
hinauffahren kann, bis er dann am Ende beim ältesten Bestand angekommen ist und oben drüber wegwehrt. Den fällt man als nächstes und dann bleibt diese Treppe wieder erhalten und arbeitet sich so quasi immer gegen die Windrichtung mit einem treppenförmigen Wald von der Höhe hervor. Das ist der sogenannte... Nee. Sowas nennt man dann Streifenkahlhieb, wo halt dann eben immer längliche Streifen entstehen und dann eben dieses Treppenmuster, das erhöht, reduziert den Schaden durch Sturm wieder erheblich und ist dann quasi eine Modifizierung des Kahlschlags auf einen nicht ganz so schlimmen Kahlschlag. Ohnehin gilt für all die Dinge, die ich bisher genannt habe und auch die Dinge, die ich jetzt später noch nennen werde, je kleiner der Kahlschlag, desto weniger schlimm. Und im Prinzip ist ja jede Entnahme eines Baumes auch ein winziges Löchlein, in Anführungszeichen, im sonst geschlossenen Kronendach. Je kleiner das eben ist, desto weniger krass sind diese Dinge, die ich jetzt gerade nenne. Und wenn es nun sich um einen Baum handelt, dann sind die quasi gar nicht messbar. So gering sind sie dann schon. Aber halt eben bei einem 5-Hektar-Kahlschlag spielt das alles eine enorm große Rolle und verhindert sehr stark eben auch das Aufkommen der nachfolgenden Bäume. Weshalb dann auch wieder der Kostenvorteil bei der Holzernte, um es mal zwischendurch ein ökonomisches Kriterium zur Hand zu nehmen, enorm erhöht ist, weil wir müssen pflanzen. Naturverjüngung hat keine Chance, denn es wird da ja eben alles zugegrast, alles zugebrombeert. Bäume, die da von sich aus hochkommen würden, schaffen das nicht. Das sind die anderen Pflanzen, die da einfach drumherum wachsen, die jetzt das volle Licht bekommen, haben dann einen wahnsinnigen Konkurrenzvorteil und wachsen denen davon. Die kriegen kleinen Licht, unsere kleinen Fichten, und gehen ein. Wir müssten also entweder wahrscheinlich noch jede Menge Fichten pflanzen, weil auch gar nicht genug da sind, weil vorher im geschlossenen Wald, wo es unglaublich dunkel war am Boden, konnte nichts wachsen, weil es zu dunkel war. Jetzt ist es hell genug, aber jetzt sind auch keine Keimlinge von den Bäumen da, weil es eben zu dunkel war, dass selbst Keimlinge jetzt dastehen könnten von früher, als noch eben die Bäume drüber waren. Und wir haben einfach keine Wahl. Wir müssen pflanzen und wir müssen gleichzeitig auch eine Jungwuchspflege betreiben und die jungen Bäumchen, die wir gepflanzt haben, dann großflächig freischneiden. Die ganze Brombeere und Kalamagrostis, was da so drumherum wächst, alles weghäckseln, damit die kleinen Bäume überhaupt eine Chance haben. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Und gerade eben, wenn man dann so eine Zinsrechnung betreibt, wie ich es ja übrigens auch im Wir kaufen Wald-Video erklärt habe, sind frühe Investitionen teurer als späte Investitionen, also weil bei späten Investitionen jetzt im Waldzyklus, bis dann halt eben wieder Holz dasteht, das man ernten kann, nicht so lange Opportunitätskosten technisch verzinst werden müssen und auch die Inflation dann keine so große Rolle spielt und kein netto Geldwertverlust entsteht, wie das der Fall ist, wenn wir es mit sehr frühen Kosten zu tun haben. Das heißt, das Ganze ist ökonomisch gesehen im Endeffekt in den meisten Fällen teurer, auch wenn die Holzernte viel billiger ist und die Verwaltungskosten viel billiger sind und die Försterkosten billiger sind, weil der nicht extra aufwendig jeden einzelnen Baum relativ umständlich auswählen muss, der gefällt werden soll, sondern einfach sagt, hier habt ihr ein Quadrat, macht alles platt. So, dann kommen wir zum Faktor Wasser. Das ist jetzt nochmal ein ganz größeres, also ein größeres Kapitel, sagen wir es mal so. Ihr könnt euch ja denken, wenn wir jetzt keine Bäume drüber haben, fällt alles, was an Regen runterkommt, auch wirklich direkt auf den Boden. Im Vergleich zum Wald, da haben wir eben die Bäume drüber und sehr viel des Niederschlags, wirklich ein großer Anteil, gerade wenn das Laub vorher schon trocken ist, dann muss es immer erstmal ein gewisses Maß an Regen geben, bevor überhaupt Wasser am Waldboden ankommt. Ein großer Anteil des Regens bleibt erstmal in der Krone hängen. Und wenn es dann wieder aufhört zu regnen und nicht dauernd weiter regnet, bei Dauerregen spielt es dann irgendwann keine Rolle mehr, aber in jedem kurzzeitigen Regenereignis verdunstet ganz viel Wasser, das in der Krone hängen geblieben ist, schon wieder in die Atmosphäre, bevor es überhaupt am Boden angekommen ist. Diesen Vorgang nennt man Interzeption. Ich habe dazu sogar mal ein Video gemacht. Beziehungsweise für den Nutzen, den wir davon haben, wenn wir im Wald unterwegs sind. Egal, das haben wir natürlich auf der Freifläche überhaupt nicht mehr. Wir haben also netto einen höheren Wassereintrag. Gleichzeitig haben wir einen geringeren Wasserverbrauch, weil da eben keine Bäume mehr stehen, die sehr viel Wasser für ihre Photosynthese benötigen. Stattdessen gibt es da unten halt so ein bisschen Unkraut. Verglichen mit, den 120 Fichten, die wir da vorher stehen hatten,
Moment, nein, wir haben 5 Hektar gesagt. Dann sagen wir mal, der 600 Fichten, die wir da vorher stehen hatten, ist das minimaler Bruchteil. Also der Wasserverbrauch nimmt sehr stark ab, der Wassereintrag nimmt deutlich, deutlich, deutlich zu. Das kann mehrere Ursachen, mehrere Folgen jetzt haben. Eine Möglichkeit ist, wenn wir uns in einem regenreichen Gebiet befinden, haben wir da so viel Regen, dass sogar der Boden weggeschwemmt wird. Wir haben also eine massive Erosion, dann befinden wir uns möglicherweise noch in Hanglage. Das heißt, der ganze Dreck wird ins Tal gewaschen und versperrt dort irgendwelche Straßen oder rutscht sogar in ein Dorf und begräbt dieses. In den Schweizer Alpen nichts Besonderes, gibt es immer mal wieder, auch in Österreich natürlich. Dafür gibt es dann stattdessen, mittlerweile hat man begriffen, man braucht an den Hängen etwas, das nennt sich Schutzwald. Alternativ kann man auch für viele, 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 viele Millionen Euro da irgendwelche tollen Gitter, Tore, leitplankenartigen Dinge an den Hang stellen. Gleichzeitig, wo viel Regen, da viel Schnee. Im Winter heißt es natürlich auch, wir kriegen viel, 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 viel mehr Schnee auf so einer Fläche, weil der halt eben auch nicht in den Ästen hängen bleibt. Und es bleibt natürlich noch viel mehr Schnee in den Ästen hängen als auf dem Boden. Der Schnee kann durch die hohe Einstrahlwerte, weil wir haben ja auch gesagt, es kommt viel mehr Licht auf den Boden, jeden Tag ein bisschen angeschmolzen werden, bildet dann eine mehr oder weniger Eisschicht, auf dem neuer Schnee kommt, der wird wieder angeschmolzen, bildet eine Eisschicht und es kommt wieder neuer Schnee. Die Massen an gefrorenem Wasser, die so da stapelbar sind, sind also viel höher, das Gewicht. Weil jedes Mal, wenn er schmilzt, nimmt er ja vom Volumen her ab, gefriert dann wieder, nimmt dann wieder ein bisschen zu. Wir haben also im Vergleich zum Wald ein viel kompakteres Schneelager und eben durch diese enormen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die wir im normalen Wald eben auch nicht haben, der dämpft das ja sehr stark ab, haben wir auch haufenweise einzelne Schneebretter. Wer jemals Skifahren war, hat von Schneebrett schon mal was gehört. Das ist das, womit die Lawine anfängt. Und wenn wir jetzt mehrere dieser Kahlschläge haben, meinetwegen sogar noch hangabwärts in einer Reihe, wenn es ganz bescheuert gemacht wäre, so blöde kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand ist. Aber innerhalb eines solchen 5 Hektar Kahlschlags kann es schon eine kleine Lawine geben. Das kann im Wald normalerweise nicht passieren, denn da haben wir ja quasi die Bäume in Form von Nägeln im Schnee überall drin stehen, die dann wirklich wie Nägel fungieren und die einzelnen Schneebretter, die sich da möglicherweise auch mal bilden könnten, quasi festnageln. Also jedes Schneebrett ist pro Hektar mit 100 Nägeln versehen und am Boden befestigt. Im Wald bildet sich so gut wie nie eine Lawine. Aber selbst wenn es jetzt keine Lawine gibt auf unserer Freifläche, unserem ehemaligen Kahlschlag, friert eben durch dieses ständige Auftauen, Gefrieren, frieren auch unsere kleinen Forstpflanzen, unsere kleinen Fichten im Eis fest. Und da es sich ja jetzt eben um ein Hangabwärtsgefälle handelt, davon gehen wir jetzt aktuell aus, rutscht bei jedem leichten Auftauen einzelne Schneebretter, also mindestens die oberen, wenn nicht sogar die unteren, alle ein ganz kleines bisschen weiter ins Tal. Und trotzdem ist unsere kleine junge Fichte weiterhin in eben diesem Eisding gefangen und das rutscht dann wieder weiter. Und irgendwann rutscht das halt mit unserer Fichte drin so weit runter, dass die abgerissen wird und entwurzelt wird und ist dann tot. Also spätestens bei so einer jungen Fichte ist das absolut tödlich. Das funktioniert auch noch mit relativ dicken Fichten. Also nehmen wir mal an, wir haben eben diesen sehr schneereichen Winter erst nach 5 Jahren und unsere bisher gepflanzten Fichten, die wir für viel Geld schön gepflegt haben und schön den drumherum alles freigeschnitten haben, werden jetzt alle abgerissen durch eben ein Schneebrett, was sich da langsam den Berg runter bewegt. Es muss, wie gesagt, gar nicht zu einer Lawine kommen. Ein sogenanntes Schneegleiten reicht schon völlig aus. Jetzt habe ich den Faktor Schnee schon genannt, bevor ich mit dem Faktor Wasser fertig war. Klar, es kann auch einfach zu Überflutungen kommen. Durch das fehlende Wasser, was auch eben kurzfristig wieder verbraucht wird nach starken Regenfällen, durch eben die Transpiration der Bäume, die Photosynthese und eben das, was in der Krone hängen bleibt, haben wir insgesamt einfach einen höheren Wassereintrag, als die Landschaft das gewöhnt ist. Es kommt zu einem erhöhten Oberflächenabfluss, sprich die Flüsse haben dann mehr Wasser. Und gerade wenn wir uns jetzt wieder im Gebirge befinden, was wir ja immer noch tun, kann das sogar so stark werden mit dem Oberflächenabfluss. Und
insbesondere im Frühjahr mit dem erhöhten Schneeeintrag durch den erhöhten Schmelzwassereinfluss, dass wir dann richtige reißende Wildbäche bekommen, die auch übers Ufer treten können und dann da in der Nähe von so einem Bach auch fast immer ein Dorf ist, besagtes Dorf halber wegreißen können. Und gerade erhöhte Wassermassen, wenn die so richtig mit Karacho den Berg runterkommen, sind sie ja auch in der Lage, große Steine wegzureißen und Schlammmassen loszubrechen in der Nähe des Ufers. Und wir haben eben wieder ganze Schlammlawinen, die unsere Dörfer verwüsten können. Auch das hat es ja schon mehrfach gegeben. Und ich fange jetzt gar nicht erst damit an, was es für den Boden bedeutet, wenn die obere Bodenschicht dauernd aufgeschwemmt ist. Da kann dann auch nichts mehr wachsen. Und gleichzeitig werden dann unter Umständen gerade eben wichtige Nährstoffe im oberen Bodenbereich durch den Oberflächenabfluss, wenn das Wasser dann schon oberflächig abläuft, auch noch ausgespült. Und weitere forstliche Maßnahmen sind in so einem Sumpf dann auch nicht möglich. Man kann dann also gar nicht mehr großartig da arbeiten und weitere Pflege der jungen Bäumchen, die unter Umständen noch leben, ist nicht möglich. Wie lange die noch leben, ist ohnehin fragwürdig. Wenn es jetzt zum Beispiel lange Zeit regnet, Fichte hält es nicht lange aus, mit den Wurzeln im Wasser zu stehen. Da ist er relativ schnell, segnet sie das Zeitliche. Okay, da wir jetzt beim Thema Wasser sind, es wird hier übrigens immer dunkler. Ihr könnt mal den Sonnenuntergang angucken, wenn ihr wollt. Tada! Ja, okay, das sieht man jetzt nicht so gut, weil die Kamera dann automatisch das irgendwie sich dem Himmel anpasst. Aber egal, es gibt jedenfalls einen Sonnenuntergang. Ich habe notfalls auch noch eine Lampe, dann beleuchte ich mich halt mit Kunstlicht. So, ja, das hat jetzt sogar für den Landschaftshaushalt von Wasser und Strahlung Auswirkungen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Tropen gehen, wo diese Kahlschläge eben noch riesiger sind, als das in Mitteleuropa überhaupt nur vorstellbar wäre, und in den Regenwald gehen, kommt jetzt ein ganz interessanter Faktor zum Tragen. Denn der Regenwald ist ein so riesiges Waldgebiet, mit so hoher Photosyntheserate und einem so großen Umsatz an Wasser, was da ja unendlich verfügbar ist, deshalb heißt er ja Regenwald, es regnet jeden Vormittag quasi. Und das liegt unter anderem daran, dass der Regenwald sich sein Klima zum Teil selber macht. Die Bäume geben ja enorme Mengen an Wasser ab, weil sie enorme Mengen an Wasser zur Verfügung haben. Gleichzeitig enorme Mengen an Temperatur, Energie für Photosynthese. Und am Äquator ist es immer 12 Stunden hell. Und das ganze Jahr durch, auch im Winter. Es gibt da ja gar keinen Winter, technisch gesehen. Und selbst in der Trockenzeit ist es da nicht wirklich trocken, wollte ich an dieser Stelle übrigens auch noch mal kurz bemerkt haben, sofern es überhaupt um Tropen geht, die Jahreszeiten haben. Es gibt ja auch die immer feuchten Tropen, in denen ist wirklich jeden Tag dasselbe Wetter. Vormittags regnet es, nachmittags ist es dann einigermaßen trocken. Und das ganze Jahr durch, 365 Tage. Jetzt nimm da mal den Faktor, den die Bäume mit ihrer Transpiration, also dem Wasserdampf, den sie an die Atmosphäre abgeben, weg. Dann geht nämlich ein ganzer Haufen Wasser, das an dieser Stelle eben immer in die Atmosphäre abgegeben wird, verloren. Das kann bei großen Einschlägen sogar so weit gehen, dass das Mikroklima so weit gestört wird, dass ein Regenwald überhaupt nicht mehr möglich ist, weil es aufhört zu regnen. Sprich, das Klima, das sich der Wald selber macht, den Regen, den der Wald sich selber erzeugt, weil er einfach derartige Dunstwolken abgibt, dass diese quasi mehr oder weniger am nächsten Tag schon wieder abregnen, dieser Effekt geht dann ganz, 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 ganz stark zurück, bis irgendwann verloren. Dann kann man mit allen Naturschutzmaßnahmen dieser Welt und allen Aufforstungsmaßnahmen dieser Welt da keinen weiteren Regenwald hinstellen, weil das Klima gar keinen Regenwald mehr ermöglicht. Und diesen Effekt hätte man nicht, wenn man nicht den ganzen Wald entfernen würde, sondern nur die einzelnen wertvollen Bäume aus dem Wald rausziehen würde, die dann vielleicht noch auch noch relativ schonend ernten und sich einfach auf die wertvollen Holzer beschränken. Denn ihr müsst wissen, pro Hektar gibt es in den Tropen nur so 1 bis 2 Bäume, die wertvoll sind. Die bringen Geld. Alles andere ist irgendwelches total weiches, nutzloses Holz, mit dem keiner was anfangen kann. Das lohnt nicht mal die Kosten, das Holz irgendwo hin zu transportieren, wo man daraus Bleistifte
machen kann. Das reicht nicht mal für Spanplatten, das ist selbst dafür zu schlecht. Also diese tollen, edlen Tropenhölzer, die man kennt, Mahagoni, Teak, all solche Sachen, das sind richtig seltene Baumarten, von denen man eben pro Hektar ein oder zwei findet. Die machen aber den gesamten Wald platt, um eben an diese einzelnen Bäume daran zu kommen, weil es einfacher ist, sich den kompletten Weg freizuschneiden durch diesen Dschungel, als gezielt nur diese einzelnen Bäume zu entnehmen und eben billiger ist. Und ganz viele von diesen Firmen, die eben den Holzeinschlag in den Tropen betreiben, sind auch irgendwelche Holzmafias. Also das ist ganz, ganz viel absolut illegaler Einschlag. Da gibt es auch Mord und Totschlag, dazu kann ich euch auch mal irgendwann das erzählen. Ganz viele Länder fragen immer noch nicht nach, wenn sie Holzlieferungen von irgendwelchen enorm wertvollen, edlen Tropenhölzern bekommen, Mahagoni, Teak, etc., wo denn dieses Holz jetzt herkommt und ob das jetzt irgendeinen Regierungsstempel von Papua-Neuguinea hat oder eben nicht. Da wird viel zu wenig nachgefragt. Es ist zwar auch einiges besser geworden in den letzten Jahren, aber der illegale Holzeinschlag, gerade in den Tropen, das ist nochmal so ein richtiges Extra-Topic, wo ich noch ganz viel mal zu erzählen kann. Ich habe da auch mal in der Uni einen Vortrag halten müssen, kenne mich demzufolge ganz gut aus. Ja, Kahlschläge. Warum macht jetzt der Rest der Welt die Dinger jetzt eben trotzdem noch, wo wir Deutschen sie eben nicht mehr machen? Der Rest der Welt hat einfach so viel Wald, dass die sagen, wir brauchen nicht die selektive Einzelstammentnahme, die wir hier in Deutschland machen, beispielsweise in Kanada. Da ist das einfach nicht nötig. Selbst wenn die einen 100 Hektar Kahlschlag machen, und das machen die, haben sie noch so viel Wald nebendran stehen, dass einfach der Druck ist richtig und vernünftig und schonend zu machen, nicht hoch genug ist. Sprich, okay, danach ist auf der Kahlfläche alles scheiße. Na und? Bis wieder das nächste Mal hinkommen, in Anführungszeichen, und das nächste Mal Holz ernten. Es gibt in Kanada viele Flächen, da wurde noch nie zweimal Holz geerntet. Da wurde einmal ein Kahlschlag gemacht und seitdem ist da nie wieder was passiert. Und dieser Kahlschlag mag schon vielleicht 100 Jahre her sein. Die haben einfach derartigen Überfluss noch. In Anführungszeichen Überfluss, also sie denken, sie hätten einen Überfluss an Holz, dass sie sich einfach leisten können, 30, 40 Jahre Brachflächen da liegen zu haben, wenn es dumm läuft, nach so einem Kahlschlag, bis da wieder vernünftiger ein Wald entsteht, der dann auch einen Zuwachs entwickelt, der dann auch wiederum dazu dienen könnte, CO2 zu speichern. Kanada ist zum Beispiel auch so ein Land, die sind aus dem Kyoto-Protokoll ausgetreten, weil die das nicht weiter eingesehen haben und das denen einfach zu umständlich ist und die Welt ist doch einigermaßen in Ordnung. Wir haben ja noch Wald und Naturschätze. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also Kanada mag ein wunderschönes Land sein, aber für ihre Natur können sie nichts, die Einwohner. Also, aber selbst so ein sympathisches Land wie Norwegen, die haben ja auch viel Dreck am Stecken, wenn man sie sich umwelt-naturschutztechnisch mal anguckt. Zwar haben die ihr komplettes Land mit Nationalparken vollgepflastert und haben eine tolle Natur, aber die jagen zum Beispiel Wale für Forschungszwecke. Auch keine so gute Idee und haben halt Öl ohne Ende und jeder Norweger, wenn der irgendwo hin will, dann fliegt der mal einfach und sieht da drin auch nichts Böses. Das ist für den Norweger völlig selbstverständlich, wegen jeder scheiß kurzen Strecke innerlands sofort den Flieger zu nehmen. Die fahren auch mit ihren Autos einfach mal so in der Gegend rum, einfach weil sie Spaß dran haben und es ihnen scheißegal ist, was das Benzin kostet, weil für die ist das super billig. Wie gesagt, so gern ich die Norweger habe, da gibt es auch viel Schindluder, was da getrieben wird. Und das ist eben in Skandinavien das gleiche Prinzip wie in Kanada. Wir haben so viel Wald, es lohnt sich ökonomisch nicht. Die Mehrkosten für einen pfleglichen Umgang mit unserer Natur sind es nicht wert, weil wir einfach genug Natur haben. Das ist so ein bisschen meiner Meinung nach, ganz wichtig, das ist jetzt meine Meinung. Wenn ihr in Kanada jemanden fragt, wird er euch das Ganze anders erklären. Aber meiner Meinung nach ist das so der Hauptgrund. Der Leidensdruck ist einfach noch nicht hoch genug. Die wollen kein hochwertiges Holz, kein nachhaltig, schonend, naturverträglich produziertes Holz. Die wollen ein Massenprodukt, das möglichst billig ist und auf den Markt geworfen werden kann für wenig Geld. Dann welches Land ist nebendran und kauft besonders gerne für wenig Geld riesige Mengen? Die USA. Und dementsprechend, tja. Dass die USA selber es in Alaska natürlich genauso macht, muss ich gar nicht erst extra erwähnen, vermute ich. Wobei sie da teilweise ja auch jetzt wieder größere Schutzgebiete hingeklatscht haben, aber das ist ja auch relativ Wurst, weil das Holz ist da gar nicht so wichtig, weil da gibt es ja genug Öl, das man noch entsprechend aus dem Boden rauspumpen kann. Oder irgendwelche Ölsande, Thema Fracking.
Fracking heißt das, ja. Wäre ja auch noch was, was man noch schön wunderbar an fossilen Energieträgern verbrauchen kann. Also warum schon mit den Wäldern umgehen? Es gibt ja noch viel davon. Die Nachhaltigkeit ist eben so ein deutscher Spezialfall. Wir haben es erfunden. Wir haben es, seit es die Forstwissenschaft gibt, die wir ebenfalls erfunden haben, auch betrieben. Und in jedem deutschen Förster steckt eben dieses Leitmotiv mit der Nachhaltigkeit: nie mehr entnehmen, als in der gleichen Zeit nachwachsen kann, noch ganz fest drin. Weder Kanada noch die USA noch Alaska, also Alaska zähle ich jetzt mal nicht, sage ich jetzt mal extra, Sibirien und alle Länder mit viel, 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 viel Wald. Jetzt mal Mitteleuropa ausgenommen. Ja, in Polen gibt es auch eine nachhaltige Forstwirtschaft, zum Beispiel. Oder in Tschechien, die sind auch ganz gut. Natürlich nicht so gut wie wir, aber ist immer noch ganz okay. Also alles im grünen Bereich, in Anführungszeichen. Also global gesehen. Mindestens, wenn man sich die ganzen Schindluder treibenden anderen Länder anguckt, ist global gesehen zum Beispiel ein Tschechien immer noch ein extrem gut mit dem Wald umgehendes Land. Ja, selbst Skandinavien, das Musterland für Naturschutz, Bildung und viele andere, also die Musterländer, muss man natürlich sagen, und viele andere Bereiche des täglichen Lebens, Demokratie und Ähnliches, die gehen mit ihrer Natur größtenteils immer noch nicht so um, wie sie eigentlich sollten, weil sie einfach zu viel davon haben. Bei uns ist der super pflegliche Umgang mit dem Wald dadurch entstanden, dass wir mal fast allen abgeholzt hatten. Und dann sind wir halt eben nachdenklich geworden. Und das ist meiner Meinung nach auch, um jetzt ein bisschen philosophisch zu werden, ganz typisch für Homo sapiens. Man muss erst so richtig auf die Fresse fliegen und so richtig Angst kriegen, dass man plötzlich nichts mehr hat, mit dem man seine Hütte heizen kann, mit dem man ein Blockhaus bauen kann oder was auch immer. Und erst dann begreift man, dass das mit dem System, was man bisher angewendet hat, vielleicht auf die Dauer nicht so eine gute Idee ist. Und an diesen Punkt müssen halt eben die Kanadier und Ähnliche noch kommen. Das ist so ähnlich wie mit dem Klimaschutz. Die Länder, die auf der Insel hocken, der jetzt gerade das Wasser bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind plötzlich bereit, Klimaschutz zu machen, während andere Länder, die davon noch nicht so viel gemerkt haben, das nicht so ganz begriffen haben und da jetzt noch nicht so sehr einsehen, weshalb das jetzt notwendig ist. Vielleicht freuen sich die Kanadier auch, weil es bei denen wärmer wird. Dann können sie auch endlich Kartoffeln anbauen im großen Stil. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja gut, jetzt das jüngste geschlossene Klimaabkommen stimmt jetzt wieder ein kleines bisschen optimistisch. Dazu mache ich auch noch ein Video. Aber ja, so grundsätzlich. Gut, man sieht mich nicht mehr. Es ist dunkel. Ich gehe nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ich denke, zum Thema Kahlschlag war das ausreichend Informationen, um zu erklären, weshalb der eine blöde Idee ist. Macht's gut!